Für die DDR war das eine entscheidende Frage. Ganz einfach deshalb, die DDR hatte nur ein ganz geringes Aufkommen an eigenen Rohstoffen aus Bergbau und anderen Ressourcen. Braunkohle war das Einzige, was verfügbar war. Alles andere war mehr oder weniger begrenzt. Das heißt, es ging darum, alles, was auf dem Territorium aus eigenen Ressourcen entwickelt werden kann, voll auszuschöpfen. Und deshalb ging meiner Ansicht nach die Agrarpolitik von Anfang an darauf aus, alle Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Produktion zu nutzen, um eine Eigenversorgung zu sichern, zu garantieren, keine Importe mit Nahrungsmitteln durchzuführen, um damit die Exportbilanz noch mehr zu belasten und so weit als möglich sogar die Außenhandelsbilanz mit etwas zu entlasten, indem man Exporte an landwirtschaftlichen Produkten durchführte. Unter anderem haben wir ja viel Fleisch exportiert. Indem der Landwirtschaft an und für sich eine starke Intensivierung zugemut wurde. Intensivierung in Form von Mechanisierung, Chemisierung, Unterstützung mit Produktionsmitteln, wo es überhaupt ging, und Nutzung aller Ressourcen und Möglichkeiten, die die Förderung und Entwicklung der Landwirtschaft garantierten. Wir haben nur Getreide, muss man teilweise importieren. Die haben wir nicht immer voll geschafft. Getreide, Eigenversorgung. Getreide haben wir auch auf dem imperialistischen Markt gekauft. Getreide haben wir auch aus Westeuropa bezogen. Und haben damit allerdings wieder Fleischbrot, das wieder exportiert.